Moin. Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Das hatte ich eigentlich schon länger vor und habe mir jetzt mal gedacht, spontan fange ich einfach mal an. So, ich fahre jetzt schon mal los und wenn es was zu erklären gibt, dann sage ich das. Also ich habe einiges zu erklären, ich sage das währenddessen. Ja, das erste mache ich auch ohne. Ich weiß nicht, ob das nämlich. Ah, ich sehe gerade, das hat es eingebaut. Dann hat es halt erledigt. Ich wollte nämlich versuchen. Ah, Mann, hätte ich gleich am Anfang verpeilt. Fängt ja schon mal gut an. Ah. Gut. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wollte versuchen. In Zukunft. Was mache ich denn hier für Mist? Ah, immerhin. Na gut. Ich wollte nämlich versuchen, ohne Navi zu fahren. Gucken, wie gut das klappt. So, ja, was gibt es am Anfang zu sagen? Also, du kannst sagen, Schriftzug, der oben erscheinen wird, den einfach ignorieren, also nicht irritieren lassen. Der bleibt eben so lange, bis ich bereit bin für das Programm, was da oben beworben wird, ich glaube 33 Euro zu zahlen. Und erstmal will ich testen und ja, ich damit klarkomme, ob ich das überhaupt machen will, weiterhin machen will, das aufnehmen. So, ja. Was kann ich sagen zur Steuerung? Also ich fahre mit Lenkrad, mit Pedalen und habe als Getriebeart echt Automatik. Das habe ich gleich mal zu Beginn noch nicht, auch nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Ja, muss ich Notizen machen, muss ich ständig rüber gucken, ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Ja, also, das Lenkrad hat, wie viel, 2, 3, 4, 5, 6, ja, ich kann 6 zählen, 6 Tasten, und dann sind am Lenkrad 2 Rippen, ich habe Arbeitsagentur entdeckt, cool. Ich wollte nämlich, wenn ich gleich die Gelegenheit habe, alles entdecken. Da hinten ist ja der LKW-Händler. Da fahre ich jetzt mal hin, um die kurz zu entdecken. Und dann liefere ich das Zeug. So. Ja, wo ist denn geblieben bei den Tasten? Also ich fange mal an mit den zwei Rippen. Da habe ich nämlich das Hoch- und Runterschalten gelegt. Ich habe ja, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, echte Automatik. Und da muss ich hoch und unterschalten, also im Vorwärts- und Rückwärtsgang oder Gang rausnehmen oder sowas. So. Dann habe ich noch zwei Tasten, also oben habe ich zwei Tasten oben, sage ich jetzt mal, und zwei Tasten für unten. Für rechts und links. Und oben die Tasten habe ich belegt mit den Blinkern. Also hier. Einmal links blinken. Wenn ich jetzt mich umsehe, dann drücke ich einfach die Taste für die Innenansicht und bin wieder zentriert. Das macht es mir ein bisschen einfacher, weil ich eben die Hände fürs Lenkrad brauche und nicht mit der Maus das machen kann. So, und die andere, auf der anderen Taste habe ich den Tempomat. Also ich fahre ohne Tempo, also ich habe das Tempolimit von 90, die Begrenzung rausgenommen, fahre ohne Tempolimit, aber ich will trotzdem nicht schneller als 20 fahren. Warum mache ich das dann auch einfach rein? Also einfach, weil ich im Moment zu blöd bin, das reinzumachen. Ganz einfach. Jetzt fahre ich schon wieder so schnell. Ich bin gar nicht bei der Sache. Ja, so daran, dass ich ständig rüber gucke. So, und du? Fährst weiter. Ich hab so Bremse wahrscheinlich, ne? Ich komme noch durch. So, ja. Und wir haben Tempomat drin. Das macht es auch etwas einfach, die Geschwindigkeit zu halten. Ja, da fahren wir mal auf den Firmenhof. Das wäre ich beinahe. Ich dachte, ich würde jetzt gegen das Teil fahren. Gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Stehen geblieben bei dem, was ich sagen wollte. Na, ich fange jetzt erstmal mit dem zweiten Auftrag an und dann kann ich, während ich fahre, das wird dann wahrscheinlich eine längere Tour werden, dann kann ich da ein bisschen besser was zu erzählen. Ja, dies ist deine Firmenzentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück! So. Ja. Zum Profil sage ich später noch was, oder? Nö, das ist das nächste auf meiner Liste. Gut, dann sage ich dazu gleich was. Nehme ich erstmal den nächsten Auftrag an. Ich habe hier alles entdeckt hier. Nee, nicht kurz zu strecken. Machen wir mal 30 pro Streckeneinheit. Ja, das ist eigentlich immer ganz gut. Kommt mal gut zu Geld. Ja. Fahre ich nach Erfurt. Oder nach Luxemburg. Oder nach Erfurt. Oder nach Luxemburg. Oder nach Erfurt. Beides verlockend. Ich fahre nach Erfurt. Bleib ich erstmal in Deutschland. Nach Thüringen, nach Erfurt. So. Die angestrebte Zeit von 7:30 ist rum. Ich sag da später noch was, wieso ich gerade 7:30 nehme. Ja, mache ich erstmal meine Abmoderation. Ja, also bitte ich euch erstmal auf einen der beiden Däumchen zu drücken, das, und es zu kommentieren, weil ich brauche jetzt gerade am Anfang viele Rückmeldungen. Weil, ja, ich weiß ja natürlich gar nicht, ob ich vielleicht hier nicht gerade irgendwelchen Mist fabriziere. Und dann müsst ihr mir sagen, ob ich und was ich dann besser machen könnte. Ja. Ich hoffe erstmal, dass es überhaupt jemand gesehen hat. Naja, gut, dann. Tschüss.